Der Wochenmarkt im Istanbuler Stadtteil Şişli. Die Stimmung ist schlecht, Inflation und Geldentwertung belasten den Alltag. Die heutige Zinserhöhung kommentiert man hier mit einem Schulterzucken. Ich werde jetzt wohl immer nur die Hälfte kaufen können. Das ist nicht gut. Auch bisher war die Geldpolitik falsch. Am Ende trifft es immer uns. Schauen Sie sich doch mal um. Früher war es hier brechend voll. Jetzt sind nur noch ein paar Menschen da. Die Kaufkraft wird immer geringer. Die Zentralbank versucht dagegen zu steuern, verdoppelt heute fast den Zinssatz auf 15%. Damit soll die Inflation bekämpft und die Wirtschaft angekurbelt werden. Experten halten die Erhöhung für viel zu gering. Wir können sagen, dass die Zinserhöhung unter der Erwartung des Marktes liegt. Aber in der politischen Begründung steht, dass die Zinsen in den nächsten Monaten weiter erhöht werden sollen. Die Inflation liegt offiziell bei 40%. Inoffiziell ist sie wohl mehr als doppelt so hoch. Schlecht für den Markt, sagen Wirtschaftsbosse. Wir müssen wieder seriöser arbeiten, zur Normalität zurückkehren. Und ich erwarte eine Anhebung des Leitzinses. Normal wäre, wenn ich Zahlen nennen soll, nicht weniger als 20%. Davon ist man weit entfernt. Heute fällt als Reaktion die türkische Lira auf ein Rekordtief. 47% Verlust innerhalb eines Jahres. Die Menschen hier in der Türkei werden wohl weiter mit weniger Geld in der Tasche leben müssen.